Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Ark Survival Evolved. Und ihr seht ja, unser Gehege ist jetzt. Also, hier, guck mal. Das sieht vielleicht nicht. Ich finde es nicht immer noch nicht cool. Ist aber auch nicht schlimm. Aber wir haben ja in der letzten Folge, glaube ich, so. Ja, den Code bekommen für den Spawn. Und ich habe mir auch offline noch mal eine Skizze gemacht, wo eben halt das Raptorengehege hinkommt, wo das Brachiosaurus-Gehege hinkommt. Ich habe eben halt gedacht, dass alles so in einem Abschnitt, also das Brachiosaurus-Gehege vom Triceratops-Gehege soll circa so ein Kilometer, 1,5 Kilometer Abstand sein und das Raptorengehege vom Triceratops soll auch soll eher 1 Kilometer Entfernung sein rechts von mir eben halt. Wenn wir aber jetzt auf die Map gucken, ist er rechts. Schalte, warte. Wir gehen nochmal raus. Sheet Fly. Sollte aber. Okay. Wenn es stimmt, dass wir jetzt so lang gehen. Sollte es inmitten. Also da. Ins Innere gehen. Und 1 Kilometer ist eben halt. Gibt es Entfernungsmesser eigentlich in Ark? Weiß das jemand? Okay, das kann man nicht messen. Aber 108, 1 Kilometer ist ja echt weit eigentlich. Also ich wollte eben halt hier auch nicht zu weit weg und auch nicht zu nah. Ne, also das, ich habe mir eben halt eine kleine Skizze gemacht auch. Also Brachiosaurus-Kegel soll dort runter, ist glaube ich, ist ein schwieriger wegen dem ja wegen dem Meer oder ist es ein Meer? Ja, wegen dem Meer und das wird ein bisschen kritisch. Also wir fliegen ja jetzt noch eigentlich nur ein bisschen, also können ja einen Cheat Walk einmachen. Dann geht das ein bisschen schneller. So. Dachte ich eben halt. Also, Raptorengehege ist ja als nächstes. Vielleicht entweder. Oh. Können wir abhauen. Piss dich. Alter. Hallo.
Ah. Danke. Dass wir eben halt. Sisters, T-Rex. Ja. So. Der T-Rex haut ja jetzt im Moment gerade ab. Der Ring ist echt laut, ne? Dass man. Ist ja eh immer nur dorthin. Dass wir vielleicht jetzt langsam hier bauen. Also. Dass hier alles frei wäre. Also ohne Bäume eben halt. Wird kritisch, ne? Aber so. Axt, Ali. So. Da. So. Baum ist gefällt. Okay, hat er schon kaputt gemacht. So, aber wenn eben halt das Licht dann hier eher. Kannst mir mal aus dem Weg gehen. So. So. Okay, wir können das Ganze heute aber gar nicht gebrauchen. Oh, kann eh weg. So, das ist der große Baum. So. So, das soll eben halt irgendwann dann der, das gewählt.
Wieder männlicher Rex. So. Also, bauen wir hier das Gehege hin. Warte. Die Kommandos. Aktivieren. Nein. Nein, das ist was ganz anderes. Da oben. So, mal eben halt eigentlich am besten die Trage lass hier immer. Also nicht passiert, Mann. Ups. Ja, bisschen komisch. Juhu! Halt sogar mehr tragen eben halt. Wie Frisur. Baumplattform Metall. Ach ja! Klimaanlage. Oh mein ja. Beschimiertause. Gas macht. Geht nur. Und Wassermine Ziel suchen. Und das Watschild weniger nicht schocken. Titan. Nur Saurier. Ich will auch mal gucken. Titanosaurus. Wie sieht er aus? Wo sollte man den finden? Dead wird dann das neue Gehege und ja, ich möchte eigentlich gerne wissen, wo es den gibt. Er ist größer als der Gigantosaurus. Erstens in Dominus Rex kleiner. Lol. Islands Center.
discussing Canberra Unknown. Okay, wirklich oft ist im Redwood. Ja, gut, das kann ich mir eben halt vorstellen. Ist im Redwood wirklich oft spawnen. Ja. Oh, gut zu wissen eigentlich, ne? Nee. Iceworm Queen. Amanchi Moon. Ach so, das ist leider nur dort. Alpha Rex. Rock. Spinosaurus haben wir auch noch nicht, übrigens. Dauert noch. Diese ganzen Tiere gibt es alle. Manticore, Dragon, Rex, Alpharaptor, Piranha, Plesiosaurus, Moschops, Megalosaurus. Megalosaurus habe ich ja auch, hab ich selten eigentlich gesehen. Very rare. Ein Center. Okay. Könnt ihr bitte mal die Hose noch